Morgen. Wie kann man doch nirgendwo kurz alleine sein, ne? Ja, wo ihr schon hier seid, dann kann ich euch auch mal ein bisschen was über die Bong erzählen. Also eine Bong ist eigentlich eine Wasserpfeife, die im Gegensatz zu einer Shisha ohne Schlauch geraucht wird. Das unterscheidet eigentlich die beiden voneinander. Ursprünglich kommen Wasserpfeifen aus Thailand und Indonesien, aber auch Neuguinea und den Philippinen, wo sie traditionell aus Bambus hergestellt wurden. Heute gibt es sie größtenteils aus Glas und anderen Materialien. Ja, ich begrüße euch zu der neuen Folge. Was ist eine Bong und wie behandle ich sie, wie rauche ich sie? Viel Spaß dabei. Ja, das ist meine Lieblingsbong von G-Spot. Ich rauche auch gerne unterschiedlich, aber die habe ich eigentlich am liebsten. Woraus besteht eigentlich eine Bong? Welche Bestandteile gibt es da? Es ist immer eigentlich die Form an sich, also der Körper an sich, wodurch man ein Rauchteil hat, womit man dann eigentlich den Rauch zieht, und ein Wasserteil, wo eigentlich das Wasser enthalten ist, wodurch der Rauch gewirbelt wird. Ja? Dann hat man praktisch einen Fuß, worauf das Ganze steht. Wichtig ist nur, dass die ein gutes Standvermögen hat und nicht sofort umfällt. Also einen zu kleinen Fuß sollte man immer vorsichtig sein. Ja, es gibt hier den Einlass fürs Chillum. Den gibt es natürlich wieder in verschiedenen Größen, wie ich noch erkläre. Hier ist der Einsatz, das gibt es hier in dem Fall, ist es ein Panzerschliff. Sprich, also der kann ruhig auf den Boden fallen, da passiert in der Regel gar nichts. Deswegen ist sie auch schon so alt. Dann gibt es dieses Chillum, das gibt es ja in verschiedenen Größen natürlich. Dann gibt es das unten mit Diffuser, so wie zum Beispiel das hier. Allerdings ist es wirklich nur was für Siebraucher, Leute, die Durchziehhütchen rauchen, für die würde ich das nicht empfehlen. Ja, dann gibt es noch diese Schmutzfänger bzw. Vorkühler, die das nochmal extra kühlen bzw. den Schmutz auffangen. Ja. Dann gibt es noch die Köpfchenhüte, auch dazu sage ich nachher nochmal ein bisschen mehr. Und es gibt immer Kickloch und kein Kickloch, sprich die früheren Bongs, die waren eigentlich immer ohne Kickloch. Das war eigentlich so eine deutsche Manier, sage ich jetzt immer. Die wollten einfach mal ein Loch drin haben. Ich meine, so ein Loch ist ja auch was Schönes, ne? Normalerweise raucht man die ohne. Also so. Man zieht also einfach das Chillum oder den Kopf ab und zieht den restlichen Qualm aus der Pfeife raus. Vorsicht, nicht zu lange warten. Wenn ihr also nur kleine Züge macht, das Ding noch voller Qualm ist und nur über eine Minute wartet, dann wird es ungenießbar. Ja, wenn ihr mit Kickloch raucht, dann ist das einfach dasselbe, nur dass ihr praktisch statt das Chillum zu ziehen, das Kickloch einfach loslasst und dadurch wird der restliche Qualm gezogen. Ich will mir jetzt nicht noch eine rauchen. Ja, das waren eigentlich die Hauptbestandteile einer Bong. Das Mundstück gibt es noch. Das Mundstück gibt es natürlich auch in verschiedenen Formen. Es ist mal dicker, mal dünner, mal ein bisschen geformter, mal mit Kugeln oben dran. Und je nachdem, da muss jeder selber gucken, was für einen Mund hat er, was für einen Rauchfalten hat er, passt das für einen, ja. Das ist zum Beispiel kleiner, muss man seinen Mund ein bisschen spitzer machen, so dass es halt schön abschließt und gut zu rauchen ist. Ja. Die könnt ihr übrigens gewinnen. Es gibt Glas, auch da unterscheidet sich, es gibt Borosilikatglas, es gibt ganz dünnes Glas, es gibt dieses Milano-Glas, heißt das, ist so italienisches Kunstglas, was sehr dünnes, hauchdünn, zwar schön, aber auch sehr zerbrechlich. Es gibt Acryl, es gibt Bambus, so ist es eigentlich entstanden. Es gibt Aluminium, es gibt auch Silikon, es gibt Holz und es gibt Stein. Und wahrscheinlich gibt es auch noch Pappkartons und Kanister. Ja, es gibt auch Kübel, da wird einem schnell von übel. Es gibt verschiedene
Arten von Bonks natürlich nicht nur Material, Form und Größe, Farbe, Aussehen, Geruch. Nein, es gibt auch sogenannte Wapu-Bonks. Zum Beispiel will der Felix und der Donald Denzler die bauen. Das ist also eine Mischung zwischen einer Wasserpfeife und einem Vaporisator. Das gibt es auch von den Verdampern. Auch so ein Kultgerät aus Glas. Es ist eine riesen Wasserpfeife. Mit der man aber eigentlich vaporisiert. Aber das Gefühl hat, man raucht eine Wasserpfeife und das macht wiederum dann sehr viel Spaß. Es gibt auch noch die kleinere Form vom Dabbing, also das Dabben. Das macht man mit so einer Rig. Und die ist ganz verschieden aufgebaut. In diesem Fall ist sie von Bada Bing, sehr schönes Stück. Meistens auch nicht billig, wenn es handgefertigt ist. Und da gibt es halt ja, verschiedene Aufsätze, verschiedene Köpfe, womit man dann das Öl dabbt. Was ich noch vergessen hatte, man kann auch nicht nur durch Vorkühler rauchen, sondern auch durch sogenannte Aktivkohle. Das heißt, das sind so Adapter praktisch, die zwischen dem Hut, also dem Kopf kommen und dem Schillum. Ja. Und da, die sind einfach hier nochmal ein bisschen gewölbt mit dem Filter. Da tut man einfach den Aktivkohle rein. Man macht das ungefähr, sag ich mal, immer bis zum oberen. Ich lasse sogar immer ein bisschen mehr, damit da noch ein bisschen Luft dran ist. Also das ist so bis zum oberen Bereich. Ja. Also dass das Köpfchen hier gut reinpasst. Wir sind noch in der Abteilung Glas. Beim Glas gibt es auch noch Vorkühler, nennen die sich. Oder auch Dreckfänger, Schmutzfänger, wie auch immer. Und die gibt es in den verschiedensten Formen und Farben. Den hängt man also vor die Pfeife und braucht dann die Pfeife sozusagen nicht so oft zu säubern. Was auch ganz gut ist für die Durchziehhütchen, sind sogenannte Schmutzfänger. Die haben eigentlich nur die Aufgabe, da kommt ein ganz kleines bisschen Wasser unten rein und hier kommt wieder das Hütchen drauf. Das ist dann noch ein bisschen größer und je nach Form muss da jeder gucken, was auf seine Bon oder auf seine Lieblingspfeife am besten passt. Ja? Ja, ansonsten unterscheiden sie sich eh in Form und Farbe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, Farbe ist immer sehr teuer. Da gibt es was, wo wirklich jetzt im Fuß schön die Reggae-Farben oder auch Regenbogenfarben, wie man sie nennen will, eingearbeitet sind. Auch hier im Kopf sehr schön. Und sowas kostet natürlich auch ein bisschen mehr dann, wenn es schön verarbeitet ist mit Panzerschliff, sowohl mit Eisfänger wie auch mit einem Kickloch. Ja, und da sind halt so die gröberen Unterschiede. Hier auch zum Ziehen schön eingearbeitet. Und das ist zum Beispiel 8 mm Borosilikatglas. Und da gibt es natürlich, wie ihr wisst, Bonks aus China, Bonks, die wirklich, wo wirklich noch Leute dran sitzen und ihre Arbeitskraft reinstecken. Die kosten natürlich mehr. Dann gibt es natürlich so lustige, ja, sind auch so mehr oder weniger China-Bonks, die werden halt ja, in einem gearbeitet. Mal ganz lustig für zwischendurch oder für die Reise. Und dann gibt es halt verschiedene Aufsteckformen. Hier zum Beispiel die Form, das ist mal mit einem Bauch. Auch sehr beliebt. Die haben etwas mehr Blubber, sage ich immer. Wenn man raucht, dann hört man so bop, 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 bop. Das geht immer, ja, das mögen viele. Hier ist es auch geteilt. Unten ist ein kleines Diffuser. Schillum dran, ist auch ein Panzerschliff, sehr dick und der Kopf einzeln, ja. Also das gibt es auch in den verschiedensten Formen. Hier ist noch eine, schwer sauber zu machen, aber ganz lustig, da sind, ich nenne sie, das sind keine Diffuser, sondern eher Verwirbler, das heißt, da kommt Wasser rein, man zieht das Wasser hier hoch und dann verwirbelt das beim Rauchen die Luft und es lässt einen das Rauchen ein bisschen milder erscheinen. Ja, ja Hüte. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Hüten. Die gibt es aus Marmor, die gibt es aus Holz, die gibt es aus Alu und die gibt es natürlich auch aus Glas. Also in der Regel gibt es 14, 18er. Man kann in seine Bon Zusätze reingeben, sprich einmal dafür, dass sie nicht so schnell dreckig wird. Dazu nimmt man entweder einen Tropfen Öl
Oder ich empfehle schwarzen Tee und dann setzt sich das nicht so schnell am Rand ab und ja, ist ein leichter Vorteil. Wasseralternativen gibt es natürlich mit Fruchtsäften. Früher haben wir auch Whisky oder Wodka genommen, was wirklich ziemlich eklig ist, wovon ich auch abrate. Das Wasser dient lediglich der Kühlung. Durch Eisrauchen gibt es natürlich, dafür sind ja diese Eishalter da. Das heißt, man macht sich Eiswürfel und die kommen von oben hier rein, schmilzen dann halt langsam ins Wasser und kühlen den Rauch zusätzlich gut ab. Warum sollte man eigentlich eine Bong putzen? Es fängt natürlich schnell an zu riechen, sobald man seine paar Hütchen geraucht hat. Besser ist es, man reinigt sie einfach öfter. Und es gilt natürlich auch, Hygiene vorzubeugen. Sprich, wenn man zu mehreren raucht, ist es oft das Mundstück, der eine hat eine Erkältung. Und da sind so Krankheitserreger natürlich dann schnell übertragen. Was ich noch vergessen habe, es gibt natürlich verschiedene Arten von Zugverhalten. Ja? Also wie man zieht, der eine zieht fester, der eine länger. Also beim Dabben und so zieht man sowieso ein bisschen sachter, dafür länger, also ganz mild, ganz leicht. Und bei manchen Bongs muss man halt ein bisschen fester ziehen. Und weil es da den meisten auch um diesen Kick geht, ja, dieses beim Loslassen halt dieses, deswegen heißt es ja auch Kickloch, das zählt halt bei den meisten. Ja. Gab es wirklich so Spielchen wie so lange anhalten, bis nichts mehr rauskam. Ja. Bringt irgendwie überhaupt nichts, ist überhaupt nicht gut für den Kreislauf und sollte man tunlichst lassen, ja. Also auch mit diesem Nase zuhalten, platzen ganz schnell Äderchen, wo man auch wirklich dann diese roten Augen durchbekommt. Lasst es sein, raucht normal, haltet es mal kurz an. Also man hat gezogen, hält kurz an, auspusten und wieder ordentlich Luft holen, das ist wichtig. Ja, wer viel raucht, muss auch viel putzen. Dreck setzt sich halt dann schnell ab. Unten sieht es jetzt noch so aus. Oben ist es dann viel eher dreckig, gerade bei dem Schillum. Das sitzt dann richtig schön zu. Die einen sagen, nimm einfach Spülmittel und Salz und Essig. Und es gibt grundsätzlich natürlich ganz viele Methoden. Alles, was reibt, schabt und so, würde ich von abraten, weil das ist auf die Dauer nicht gut für eure Bong. Da gibt es Sollbruchstellen und das schabt auch ab, auch wenn es nur ganz kleine Rillen sind. Es ist auf die Dauer nicht gut und die Bong schadet darunter und sieht dann einfach auch nicht mehr so schön aus. Ja, das gibt so Spülmitteltabs, zum Beispiel Schmand weg, nehme ich immer. Es gibt normale Spülmittel und was gut ist, wenn man jetzt zum Beispiel so Dabbing-Material hat, also so richtig ölige Sachen noch, gerade die Köpfe, die kann man auch schön in Alkohol, so Isopropanol, kann man die einlegen. Ja, was braucht man eigentlich, um der Blubber ganz schnell sauber zu machen? Zeige ich euch. Heißes Wasser ist nämlich Punkt Nummer 1 und das Allerwichtigste, was ihr braucht. Und ich mache das so, ich lege die ganzen Kleinteile, es sind da mehrere Sachen, die ganzen Kleinteile lege ich immer ein in ein Gefäß, am besten irgendeins, was die Oma da nicht sieht. Das legen wir dann hier rein. Das sind also, wie gesagt, so eine Art Spülmaschinenpulver, das war jetzt eh ein bisschen zu viel. Da tue ich immer auch noch so ganz klein rein. Zack. Natürlich ganz viele Bürsten. Da gibt es kleine Bürsten, ikonische Bürsten, große Bürsten, dicke Bürsten, kleine, dünne, lange und ganz viel für das Köpfchen selber, weil das bleibt schon hängen. Es ist eine heiße Geschichte und ja, die benutze ich. So, wenn Wasser fertig ist, ganz vorsichtig drüber schütten, damit es nicht ganz so schnell heiß wird und es sich besser an die Temperatur gewöhnt, dass es vielleicht ein bisschen bedeckt ist. Lässt man das einliegen. Ein Schluck kommt noch in die Pfeife. Ihr seht, ich tue auch gar nicht viel rein. Jetzt gibt es noch einen Verschluss. Das kann man hier drauf tun, dann kann man nämlich besser schütteln. Weil dann schüttelt man das einfach nur. Ihr seht, ich habe jetzt einfach nur heißes Wasser reingetan. Und dann, ja, ist sie eigentlich schon sauber. Da ist noch ein Rest. Da ist noch ein bisschen was. Einfach nur durch das Schütteln
das war es eigentlich schon. Vorsichtig, dass man nicht irgendwo vorhaut. Stöpsel wieder ab, ausschütten, mit klarem Wasser ausspülen und schon ist das Ding wieder einwandfrei. Das heißt, ich habe da jetzt keinerlei Bürste oder irgendwas für gebraucht, sondern das geht einfach nur mit heißem Wasser und ein bisschen kleingedrückte Spültabs oder sowas wie Schmand weg und dann funktioniert das. Ja? Dasselbe natürlich bei den anderen auch. Bisschen rühren, klar Wasser abmachen, zusammenstecken, fertig. Und alles, was praktisch jetzt nicht weggeht, das muss man noch mal ein bisschen mit einer Bürste so machen. Ja. So, jetzt haben wir noch das Köpfchen. Machen wir noch einmal. Und sauber eigentlich. Ein bisschen ist noch da. Gut. Schose erledigt. Also auch eine ziemlich schnelle Sache, selbst bei so einer einigermaßen komplizierten Bohnen. Und da macht das auch noch wieder Spaß. Nicht vergessen bei Reinigern immer gut die Hände waschen, sonst brennt es, gerade wenn man Brunnen an den Finger hat. Ansonsten Handschuhe tragen. Das ist ja auch so ein schönes Stück, ne? Das ist nämlich so ein All-in-One-Package. Reisebon finde ich echt ganz cool gemacht. Also zum einen ist da drin, ihr könnt übrigens gewinnen. Die hat uns Black Leaf zur Verfügung gestellt und ihr könnt die gewinnen. Da ist drin ein kleines Kavung. Das kennt ihr vielleicht noch von früher oder viele werden es von euch von früher kennen. Hat also nichts mit einer Wasserpfeife zu tun. Und dann ist da drin eine kleine Wasserpfeife, eine kleine Bon. Ein Joystick, man kann es aber sehr schön in der Hand halten. Und sehr schön mit dem Blauton, die Mercury heißt die. Und ja, sieht wirklich toll aus. Dafür ist natürlich dann auch ein Diffuser-Schillum, was da reinkommt mit blauem Kopf. Ja, dann gibt es hier sogar noch einen Dab-Aufsatz. Also das heißt, man kann auch damit dabben. Das heißt, das wird mit einem Burner werden diese Köpfe heiß gemacht und es gibt auch noch einen anderen Aufsatz, also dieses Köpfchen. Ja? Gut, das könnt ihr gewinnen, meine Lieben. Dazu kommt noch, ich stell die mal wieder hin, die Ele. Auch ein sehr schönes Gerät, finde ich. Ich mag ja diese Bauchform, das sind eigentlich meine Favoriten, weil die blubbern einfach, die blubbern einfach schön. Und es ist sehr, sehr schön mit einzelnen Komponenten und auch die mit diffuser Schillung könnt ihr gewinnen. Und zwar postet doch einfach einen Kommentar unter dieses Bon-Video, teilt dieses Video und macht eine Raute, Ele oder Black Leaf. Und zwar nicht beides, Leute, nein, 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 nein. Ihr müsst euch entscheiden. Entweder habt ihr Raute Ele dort stehen oder ihr habt Raute Black Leaf dort stehen. Wer glaubt, er muss beide Rauten setzen, der wird ausgeschieden. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück und bin schon gespannt, wer diese Bons mit nach Hause nehmen wird. Bis dahin.